So, ja, also eigentlich wollte ich was erzählen. Oh, ist das Mikrofon an? Ja. Okay. Eigentlich wollte ich was erzählen über, ja, wie ich in einem größeren Projekt ein Exhaustive Trace Testing quasi gemacht habe. Also meine Problemstellung ist, ich habe so ein Web-Hipster-Kram gebaut, oder vielmehr, ich wollte so ein Web-Hipster-Kram bauen, und leider habe ich zu viel über diese verteilten Systeme gelernt, und deshalb musste das alles ganz toll auf den Server sinken, aber irgendwie asynchron, sodass wenn man mit dem Zug durch den Tunnel fährt und so, dass das alles irgendwie unsichtbar trotzdem funktioniert, und das macht halt ganz viele hässliche asynchrone HTTP-Requests irgendwohin, die dann später vielleicht zurückkommen oder auch nicht oder so. Und natürlich Service-Worker oder was? Nee, eben nicht. Ich mag keine Service-Worker, weil Service-Worker brauchen irgendwie extra Manifeste und noch mehr Requests, und das ist eigentlich alles gar nicht cool und auch gar nicht notwendig. Weil man kann mit einer Single-Page-Application, wenn man die richtigen Cache-Header setzt, auch ohne Service-Worker all das haben, was Service-Worker einem versprechen. Also es scheint jedenfalls soweit alles ziemlich gut zu funktionieren. Aber es hat lange Zeit nicht so gut funktioniert, und ich wollte das alles testen, vor allem dieses Storage-Backend, weil wenn man halt irgendwie auf dem einen Gerät das irgendwie ändert und dann auf dem anderen Gerät gleichzeitig, aber die haben zwischendurch nicht gesynkt und dann kommen die irgendwie später wieder, aber der Sync-Prozess wird vom Tunnel unterbrochen und setzt sich dann später fort und so. Das sollte halt dabei nicht die Storage kaputt machen, weil es irgendwie von der User Experience halt schlecht. Also hatte ich die Notwendigkeit herauszufinden, wie ich quasi alle möglichen Asynchronitätsabläufe korrekt teste. Also, Etherpad? Ja, ich kenne Etherpad und ich kenne auch Confluent Replicated Data Types. Aber ja, das ist quasi das theoretische Konstrukt dahinter, dass das quasi einmal richtig löst. Also die Idee, dass du quasi Edit-Operationen asynchron einfach immer auf einen großen Haufen wirfst und danach eine konsistente Weltsicht produzierst. Das kann man einfach theoretisch lösen, das Problem. Das geht auch, so macht Etherpad das auch. Das hat aber ein Problem, nämlich dass es nach einer gewissen Zeit einfach sehr, sehr viele von diesen Edits gibt, um nicht zu sagen halt since beginning of time. Das ist auch cool in vielen Anwendungen, aber nicht, wenn ich, wie ich, mit meiner 5 MB Local Storage irgendwie meine To-Dos verwalten will, wie es in der Applikation am Ende passieren wird. Die ist halt irgendwann voll. Deshalb wollte ich das nicht machen, weil das, also man muss halt wieder aufräumen korrekt. Und dabei kommen dann neue Probleme, und die sind in diesem Confluent Data Types Dings nicht so richtig gut gelöst. Man kann dann auch verschiedene Trade-Offs machen zwischen irgendwie mit Tombstoning und ohne Tombstoning, und da muss man aber Node-IDs haben, aber Node-IDs sind doof, wenn man, so wie ich, total paranoid ist und immer die Local Storage wegwirft, wenn der Browser zugeht, und dann ist halt die Node-ID wieder neu, und damit wollte ich dann auch nicht Sachen spammen und so. Also das ist nicht ganz so trivial, aber wie dem auch sei, wenn man eine große Applikation asynchron Kram baut, dann ist es sehr gut, wenn man das testen kann. Und zwar nicht, indem man irgendwie dreimal auf die Knöpfe drückt und dann sagt, ja, habe ich gemacht, ging, sondern wenn man quasi alle möglichen Abläufe testet. Also ich habe hier eine sehr einfache Seite. Man kann hier so Click Me drücken oder Click Mich. Wenn man Click Me drückt, dann kommt da so Englisch. Und wenn man dann Click Mich drückt, dann wird dieser Output immer länger. Das ist mit so einem extra Feature, dass es nicht sofort kommt, sondern so ein Spannungsbogen, und das kommt erst später. Und man kann jetzt über die Qualität der Applikation durchaus geteilter Meinung sein. Das ist mehr ein Beispiel. Aber das funktioniert. Das funktioniert jedenfalls relativ gut. Wenn ich hier beide drücke, dann ist das irgendwie nicht ganz so wie gedacht. Aber wir wollen das ja auch testen. So, habe ich hier so einen Testknopf gemacht, der macht aber nicht. Ja, genau, okay. Das hier ja auch 001 HTML. Ja, was ist das hier? Also erstmal macht das irgendwie alles groß genug, das hatten wir gerade. Bla bla bla, zwei Knöpfe. Ein bisschen Abstand, ein Output, ein bisschen Abstand und ein Testknopf. Und was uns eigentlich interessiert ist, was machen wir in diesem JavaScript? Also erstmal eine unglaublich schreckliche Implementierung, damit es auch ordentlich kaputt gehen kann. Ja, die beiden Elemente kriegen hier so einen Event-Listener, wenn man da drauf drückt, dann passiert das irgendwie mit so einem Message, Englisch und Deutsch. Die Message holt sich den alten Wert von dem Output, tut also halt die Message hinten dran, und damit das dann nicht sofort passiert, setzt es ein Timeout, und irgendwann später setzt es dann halt den innerhalb dem L, was man sowieso auch nicht benutzen soll, aus vielerlei Gründen, auf den konkatenierten Wert. Und ja, das macht es halt eine Sekunde später. Okay. Und ja, Test ist momentan to do. Ja, was? Also wie könnte man es überhaupt testen? Ich mache lieber Edit. Halt. Die brauchen wir noch. Die nächste deine Buttons wieder zu. Seltsam. So. Ja, machen wir ja mal irgendwie einen Test. Also wir machen jetzt den Testknopf irgendwie besser. Wir haben jetzt hier Testcase 0. Wir können später vielleicht noch ganz viele andere Testcases machen, aber wie dem auch sei, wenn es irgendwie explodiert ist, dann schreiben wir einfach das Problem in den Testknopf, dann kann man das sehen. Ja, Testcase 1 ist, wir drücken irgendwie den, also wir testen natürlich nicht, also dieser Test macht jetzt nicht irgendwie UI-Testing, das macht quasi nur das Backend, sprich diese Handle-Funktion, drückt da einmal die 1, einmal die 2 und guckt danach, ob der Output irgendwie 1, 2 geworden ist, und ja, dann ruft hier noch so eine Assert-Funktion auf, damit es ein bisschen übersichtlich ist, was ich eigentlich mache, und wenn es irgendwie
nicht so ist, dann macht es halt irgendwie Assertion Failed Case 0. Ups. Vielleicht sollte ich ihn eigentlich noch links bauen können auf den nächsten. Ja. So. Jetzt können wir hier Test drücken. Was, eine Nachricht? Okay, Assertion Failed. Und 2, aber naja, unser Testcase rennt halt gerade irgendwie in dem Dokument rum, aber kann man auch schöner machen, braucht man aber nicht schöner machen. Aber jedenfalls ist die Assertion gefailed. Warum ist die Assertion gefailed? Weil unser Test komplett ignoriert hat, dass irgendwie Dinge asynchron passieren. Aber was da gerade passiert ist, er hat halt Handle 1 aufgerufen, er hat ein Timeout gesetzt, er hat Handle 2 aufgerufen, er hat auch ein Timeout gesetzt, er hat geguckt, ob schon erledigt ist. Nee, das ist halt nicht erledigt gewesen. Das ist ein big surprise. So funktioniert Testing nicht so richtig. Alles groß machen. Okay, also besser testen. Wir gucken einfach später nach, ob es geklappt hat. Genau, alle lachen, das ist erfreulich. Kann man so machen, wenn man sehr. Kann man im Prinzip theoretisch so machen, sollte man auf gar keinen Fall so machen, aus mehreren Gründen. Einer ist, irgendwie Millisekunden zählen ist niemals so richtig zuverlässig. Manchmal kommt irgendwas dazwischen und dann wird der eine Event vor dem anderen. Und zweitens, der Test dauert jetzt mal mindestens 2 Sekunden. Das ist für einen Test ganz okay. Für mehrere Tests nicht mehr so gut. Wir können jetzt mal den Spaß halber machen, ob das auch funktioniert. Eins, zwei. Das war schon failed übrigens. Weil in der Tat auch dieser Testcase so ja tatsächlich auch gefailed ist. Also im Prinzip haben wir mit diesem Testcase gerade unser Problem erkannt. Wir haben die beiden Knöpfe ziemlich schnell hintereinander gedrückt. Nämlich noch im selben Event-Loop-Dingsy. Und haben 2 Sekunden später nachgeguckt, ob da 1, 2 steht. Und nee, da steht jetzt 2, wie wir auch sehen können. Also diese Methodik ist im Prinzip, wenn man viel Geduld und viel Glück hat, geeignet, gelegentlich Fehler aufzudecken. Aber ja, ich habe schon sehr viele Qualifier angebracht. Okay, kann man das besser machen? Ja, man kann. Jetzt muss ich mal gucken, was ich genau hier getan habe. Oh ja, ich habe hier ganz viel Callback-Hell gebaut, damit es zumindest mal in der richtigen Reihenfolge passiert, damit wir jetzt nicht mehr Millisekunden zählen, sondern, erster Versuch ist, überhaupt mal den Testcase jetzt grün zu kriegen und quasi zu sehen, ob das, also wo das Problem ist. Wir drücken jetzt erstmal den Knopf, dann warten wir ein bisschen, drücken wir den anderen Knopf, dann warten wir noch ein bisschen und dann gucken wir, ob es geklappt hat. Bei der Entwicklung dieses Tests ist dann auch aufgefallen, dass der in der HTML streng genommen Space 1.2 geworden ist. Und außerdem, wenn das dann geklappt haben sollte, dann machen wir auch mal, dass es irgendwie okay ist auf dem Testknopf. Man weiß, dass der Test auch vorbei ist, immer müssen wir ein bisschen warten. Das können wir erstmal machen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Fall zufällig erfolgreich Test. Ah, es ist 4 oder 6 geworden? 6. Das dauert jetzt ganz lange. Und ist okay. Tada! Wenn man die Knöpfe langsam genug drückt, dann können wir diesen Testfall tatsächlich zum Erfolg führen. Ja. Aber es ist nicht cool, denn wir müssen lange warten und jetzt hat viele Probleme auch hier Millisekunden rumgezählt. Ja. Genau, was kann man machen, um dieses Warten irgendwie wegzubekommen? Wie kriegen wir es hin, dass wir nicht Set Timeout machen müssen und dann ganz lange warten und dass wir außerdem das Problem haben mit diesem Scheduling Millisekundenunsicherheit? Wir machen uns, also die Idee ist im Prinzip, wir machen uns so eine Simulation, wo jetzt wir quasi alles, was irgendwie asynchron ist, in so eine simulierte Welt schmeißen. Und sagen, irgendwann in dieser simulierten Welt möchten wir gerne irgendwie den Knopf 1 drücken und wir drücken auch den Knopf 2. Dann lassen wir den Event Loop in dieser Simulation so ein bisschen laufen und hinterher gucken wir dann, ob das geklappt hat. Also es wäre ja schön, sowas zu haben und dann ist quasi unsere Aufgabe, ja, wie sieht das hier aus? Aber von der Idee her, wir haben quasi alles, was asynchron ist, packen wir in so eine Simulation rein. Welches ist das hier? 05? Machen wir 6 direkt auf. Naja, was könnte man dazu machen? Also, das ist jetzt quasi eine Implementierung der Simulation, die ist noch relativ einfach. Ich erzähle jetzt mal, was sie überhaupt tut. Also, was sie macht, ist, sie baut sich eine Liste von Dingen, die die Event Loop so abarbeiten könnte. Also halt irgendwie Sachen, die man ausführen kann, ist am Anfang leer. Wenn man da irgendwie so ein Event reinwirft, irgendeine Funktion F, die quasi als Event mal passieren könnte, dann basteln wir daraus quasi ein Runnable, was man später ausführen kann. Das wird am Ende, das sieht man hier, da in diese Runnable Queue reingepusht. Da steht drin, das kann dann direkt mal passieren.
hat irgendwelche Binance, was das ist, sage ich gleich, und ein S. Ich weiß nicht, ob wie weit ihr mit, also wie viel modernes JavaScript ihr so kennt. Also das hier ist tatsächlich ein Hash, das mappt Delay auf 0, Bindings, also den Key Bindings auf den Wert von der lokalen Variable Bindings und den Key F auf den Wert der lokalen Variablen F. Das ist einfach nur ein Shortcut in modernem JavaScript, das einem viel Ärger spart. Genau, was sind die Bindings? Die Bindings in diesem Fall sind ein Hash, der mappt setTimeout auf das lokale setTimeout, und das lokale setTimeout sieht genauso aus wie das echte setTimeout, nimmt nämlich eine Funktion von Delay, aber anstatt dass es irgendwie die Windows setTimeout aufruft und Timeouts macht, pusht es einfach Dinge in diese Runnable Queue. Und die Idee ist quasi, wenn wir später das Sache ausführen, dass wir vorher diese Bindings installieren. Wenn dann unser System an der Test dieses setTimeout benutzt, dann trifft es halt nicht das echte setTimeout, sondern dieses Fake setTimeout, was gar nicht timeoutet, sondern Dinge in Queues pusht. Und unsere Aufgabe wird quasi sein, dass es sich dann trotzdem irgendwie so ähnlich wie ein Timeout verhält. Was es auch tut, weil nämlich später aus dieser Runnable Queue halt wieder Runnables rausgetan werden. Mit der Betonung auf später, sprich man hat so eine Art Timeout-Effekt, aber halt ohne echte Zeit. Genau, und das, wie das dann passiert, ist halt in dieser Run-Methode, wo dann quasi die Event-Loop abgefeiert wird. Erstens ist es ganz sinnvoll, sich irgendwie aufzuschreiben, wie die Originalfunktionen hießen, weil die braucht man später dann wieder. Man kann eventuell die Runnables, die man ausführen möchte, filtern. Das brauche ich in dem Beispiel nicht, aber es bietet sich an. Ich habe die Infrastruktur unten auch schon so gebaut, dass man das benutzen könnte, weil man zum Beispiel später möchte, dass, wenn man mehrere Simulationen hat, zum Beispiel bei mehreren Clients, dass nur die Events auf dem einen Client weiterlaufen oder solches Zeug. Unser Filter ist ganz einfach. Der wird gefragt, ob irgendein Runnable cool ist, und der sagt, ja, ist es. Und dann gibt es einen Chooser, der sagt, wenn ich mehrere Runnables habe, ja, welches soll es denn sein? Und unser Chooser am Anfang ist auch sehr einfach. Wenn es mehrere Runnables gibt, dann nehmen wir das erste. Okay. Wie lange ist das? Das passt alles auf ein bisschen wunderbar. So, was passiert hier? Erstens mal, wir sorgen dafür, dass wenn es irgendwas schief geht oder wenn wir sonst irgendwie fertig werden, dann organisieren wir uns das richtige Timeout wieder, damit nicht unsere später ausgeführte Webpage irgendwie ganz schlimme Dinge macht. So, und dann haben wir bei diesem Run oben 50 angegeben. Das ist einfach eine Maximalzahl von Events, die wir durchfahren wollen. Für den Fall, dass es ein reales System, was so asynchrones Zeug macht, hat zum Beispiel gerne so ein Background-Sync-Task, der dann irgendwie jede Minute abgefeiert wird. Deshalb macht es Sinn, das zu limitieren, weil man halt immer wieder neue Runnables kriegt, die aber für den eigentlichen Test relativ bedeutungslos sind. Ja, solange es noch Steps zu tun gibt, also organisieren wir uns eine Liste von Scheduling-Candidates. Das ist im Prinzip einfach die Runnables, aber gefiltert. Wenn es halt ein guter Candidate ist, dann, also ein gutes Runnable ist, dann kommen es in den Scheduling-Candidates. Wenn keine mehr da sind, brauchen wir auch nicht mehr unsere While-Schleife durchzufahren, sind wir fertig, dann gibt es keine weiteren Events, die passieren können. Wenn es keine Events gibt, kann auch keine neuen Events mehr davon generiert werden, das ist einfach durch. So, dann suchen wir uns aus der Liste von, also Chooser kriegt später, wenn wir einen richtigen Chooser bauen, einfach einen Integer-Maximum quasi. Er soll also eine Zahl wählen zwischen 0 und n minus 1. Kriegt also die Länge von diesen Candidates. Ja, dann wird der richtige, was passiert, der richtige Candidate rausgenommen und das entsprechende Runnable geholt. Das Runnable wird sinnvollerweise aus der Queue von noch zu erledigen Runnables rausgeschmissen, denn das führen wir jetzt gleich aus. Dann installieren wir die Bindings aus dem Runnable. Das heißt, das Runnable bekommt jetzt ein Fake-Timeout da installiert, direkt nach Windows der Timeout rein, damit wir das System unter, also das System, was getestet wird, gar nicht irgendwie modifizieren müssen. Und dann führen wir das Runnable aus. So, der Rest hier unten ist gleich. Das also heißt, das Set-Timeout steht stellvertretend für also irgendeine asynchrone Operation. Ne, zum Beispiel Set-Timeout. Also unser konkretes, nicht besonders cooles Beispiel ist ja tatsächlich, wir haben diese beiden Knöpfe, die Set-Timeout sind. Ja. Und das faken wir jetzt. Genau, in meinem echten Projekt habe ich noch zwei andere Dinge geteilt, also entsprechend weggebindet, insbesondere XML-HTTP-Request, halt auch. Und ich habe auch die Local Storage gefaked, aber nicht aus Asynchronitätsgründen, sondern weil ich tatsächlich auch mehrere Clients haben möchte. Aber genau, die Idee ist, alles, was halt asynchron quasi passieren kann, packe ich in meine Bindings und ersetze es durch irgendein synchrones, also naja, synchron ist ein bisschen das falsche Wort, aber ein Dingsy, was sich so verhält, dass es halt der asynchrone Teil ein Runnable wird und dann später die andere Hälfte quasi beim Ausführen des Runnables irgendwie weitergeht. Ja, jetzt können wir mal ausprobieren, was da so passiert. Jetzt sind wir bei 006. Was ja schon fehlt. Das ging diesmal ziemlich schnell. Und ich weiß, nee, wir können glaube ich nicht genau nachgucken, welchen Tracer genommen wird. Das können wir später nochmal machen. 4, 5. Wir können mal kurz überlegen, warum ist das gefällt. Wir haben gerade gesagt, der Chooser nimmt immer das erste
Runnable, was es zu tun gibt. Und er hat halt dieses hier genommen. Ups, dieses. Alter, ich sehe, was meinte, das tut nicht gut. Alles an dem. So, genau, dieses hier genommen, dann hat er dieses hier genommen, dann ist genau der Output gewesen, den wir da gesehen haben, nämlich 2. Und dann hat der Assert halt gesagt, nö. Das hat uns jetzt noch nicht irgendwie verschiedene Traces probiert, sondern es hat einfach nur quasi das Timeout Asynchronität in diese Simulation eingepackt, damit wir halt den Test schnell durchfahren können. Aber das ist, also, es ist schon mal besser als vorher. Achso. Sehe ich das. So, genau, das ist, eben hat das ja nicht geklappt. Der Test war ja Assertion Failed Case 0.0. Wir haben da mal ganz hart Test-Driven Development drauf gemacht und das gefixt. Der Timeout ist jetzt ein bisschen klüger. Falls sich das Dokument momentan in dem State 0.1 befindet und der Handle von 2, dann machen wir es einfach zu 0, also Space 1.2, Problem fit solved. So, also ich möchte den Use Case aufmachen, warum wir wirklich die Trace quasi ausprobieren wollen, alle möglichen Traces. Aber Test-Driven Development sagt, das ist okay so. Wir haben den Test jetzt failed, wir probieren das jetzt, ob das bei 7 besser ist und dann sehen wir wahrscheinlich, dass es besser ist. Also es sei denn, ich habe es irgendwie versaut. Ja, ich glaube, das ist okay, die okay-Zeit ist nicht mehr drin, aber ja, Test ist nicht gefailed. Output ist Space 1.2, genau wie erwartet. Top-notch. Ja, okay. Damit ist auch begründet, weshalb es ganz sinnvoll ist, halt nicht nur quasi einen Trace auszuführen, sondern eigentlich möchten wir jetzt irgendwie an dieser Stelle hier, dass es halt nicht den einen Pfad quasi ausführt, sondern wir möchten eigentlich gerne an dieser Stelle quasi alle möglichen Schedulings von allen möglichen asynchronen Events haben und ausprobieren. Und im Idealfall danach es hören. Das wäre hübsch. Ja, also bauen wir uns das. Immer noch unser hässliches, unser hässlicher Fix. Genau, der Plan ist jetzt, da wo vorher in dieser Teil hier stand, okay, das ist neu, das resettet einfach nur das wieder auf den Anfang, wo dieser Teil hier stand, das packen wir ein in so eine Explore Traces Funktion, da sagen wir, wie viele Traces wir maximal erwarten, damit wenn wir unendlich viele haben, es trotzdem irgendwann abbricht und sagt, der Test ist fehlgeschlagen, wir haben irgendwie zu viel Nichtdeterminismus gehabt. Und die Idee ist ein bisschen, dass dieses Explore Traces unseren Chooser bestimmt. Also wir hatten vorhin im Run diesen Chooser, der immer gesagt hat, der will den ersten Kandidaten. Und die Idee ist jetzt quasi, diese Zufallsauswahl von außen zu steuern. Und deshalb kommt er jetzt hier in Run auch rein. Ist das hier schon irgendwie umgesetzt? Genau, Chooser hat jetzt halt hier nicht mehr den Default Chooser, sondern den von außen reingereichten Chooser. So, und was macht jetzt Explore Traces? Das bekommt ja eine maximale Anzahl Traces und eine Funktion, die einen Chooser nimmt und diesen Testfall ausführt danach. Oder mit diesem Chooser den Testfall quasi durchführt. Der Testfall ist im Prinzip genau wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass wir den Chooser dann noch an das Run übergeben. Das kann man auch irgendwie hinten rum machen, aber so ist es explizit und eigentlich völlig in Ordnung. Ja, und Explore Traces hat jetzt die Aufgabe quasi, aus dieser einen Funktion alle möglichen Schedulings rauszufrummeln. Genau, was passiert mit dem Chooser eigentlich nochmal? Der Chooser kommt hier von da oben nach hier. Der wählt aus den möglichen Runnables, die als nächstes ausgeführt werden könnten, dasjenige Runnable aus, was tatsächlich ausgeführt wird. Und die Idee ist jetzt, dass Explore Traces halt dafür sorgen muss, dass quasi jede Möglichkeit einmal probiert wird an der Stelle. Und an der Stelle ist vollständig definiert dadurch, was der Chooser bisher gemacht hat. Weil ja, wir alles, was irgendwie asynchroner passiert, quasi determinisiert haben durch diese Auswahl des nächsten Runnables, können wir anhand der bisherigen Auswahl des Choosers, wissen wir quasi genau, wo im Testfall wir sind und können an der Stelle dann quasi alle Möglichkeiten der nächsten Runnables ausprobieren. Wie sieht das konkret aus? Wir haben erstmal so eine Queue von Traces, die wir noch ausprobieren wollen, also von Ausführungs- oder von Listen von Wahlen von diesen Runnables im Prinzip. Einfach ein Zähler für die Runs, damit wir merken, wenn wir zu viele bekommen. Dann bietet es sich total an, Console-Log wegzufaken. Damit können wir nämlich in unserem Test-Case hier Console-Log benutzen. Aber am Ende, wenn es fehlgeschlagen ist, interessiert uns ja hauptsächlich das Log von dem Trace, wo es auch kaputt gegangen ist und nicht das ganze Log von den anderen Runs, wo alles gut war. Deshalb ist die Idee, wir faken, während wir die Traces ausprobieren, Console-Log vorher weg. Schmeißen, also puffern alles, was Console-Log loggt, einfach irgendwo hin. Und nur bei dem Trace, wo es kaputt gegangen ist, loggen wir dann auch das Log.
Es ist in diesem Fall nicht ganz so spannend, weil es am Ende nur so 6 oder so Runs sind. Aber in meinem großen Fall sind es halt auch mal 4000 Runs und ich will einfach nicht 3099 uninteressante Logs sehen, sondern genau das eine, wo dann steht, der Search and Failed. Genau, der Console Log wird jetzt irgendwie erstmal aufgehoben. Ja, solange es noch irgendwie mögliche Traces zu erforschen gibt, gucken wir, ob wir über die Max-Runs sind. Wenn ja, hören wir mal auf. Und dann ein bisschen Progressing. Das passiert sinnvollerweise sofort und nicht gebuffert. So, und dann suchen, dann nehmen wir aus der Queue von Traces, die es zu erforschen gibt, den erstbesten raus. Der ist am Anfang sehr kurz, das ist nämlich nur so ein leeres Array. Ja, hier ist unser Console-Log-Buffer. Und das hier ist der eigentlich interessante Teil. Das ist der Chooser, den wir jetzt quasi in unseren Test-Case reinwerfen, um den nächsten Runnable aufzuwählen. Und der tut Folgendes. Der guckt erstmal in dem aktuell, also in Trace ist quasi der Trace, den wir jetzt erforschen wollen. Den geht er durch. Immer wenn er aufgerufen wird, wenn der Chooser aufgerufen wird, wohlgemerkt, dann wird i um 1 inkrementiert. Und in Trace steht möglicherweise schon die bisher oder in diesem Ablauf zu wählende Entscheidung drin. Wenn da schon eine drin steht, dann nehmen wir die wieder. Wenn da noch nichts drin steht, bedeutet das, dass wir mit dem i quasi hinten aus dem bisherigen Ablauf rausgelaufen sind. In dem Fall returnen wir ultimativ 0, aber schmeißen in die Queue vorher alle anderen Möglichkeiten rein, die sich an dieser Stelle ergeben könnten. Das heißt, ganz am Anfang ist quasi mein Trace leer und ich returne, ja, nimm mal das nullte Runnable, aber ich tue vorher in die Queue der Traces auch quasi ein Trace rein, wo drin steht, ja, wenn du an Index 0 bist, dann probier mal das erste Runnable und wenn du an Index 0 bist, probier mal das zweite Runnable. Das heißt, in dieser Queue sammeln sich, oder durch diese Queue laufen quasi lauter Traces, die sehen alle, nein, das mache ich mir nicht als Kommentar, ich schreibe das hier rein und lösche es gleich wieder. Also angenommen, wir hätten an jeder Stelle zwei Runnables zur Verfügung, dann sehen unsere Arrays, die sich da drin aufbauen, halt irgendwie so, dann kommt ganz viel Zeug, dann gibt es welche, die sehen so aus, ganz viel Zeug. Also die Punkte sind jeweils noch längere, also hier zum Beispiel wird dann halt irgendwie 0, 1, 0 generiert, 0, 1, 1 und dazwischen eventuell noch wieder mehr und so weiter. Wir bauen quasi lauter so Integer-Sequenzen auf und jede dieser Ziffern oder später auch größeren Zahlen gibt quasi an das wievielte Runnable man an dieser Stelle benutzen soll. Und auf diese Weise wird quasi während der Test verläuft, erforscht durch dieses Explore Traces, wie viele Runnables es in den jeweiligen State überhaupt gibt und für jeweils alle Möglichkeiten wieder Traces in diese Queue reingeschmissen. Und die dann jeweils ausgeführt. Ja, sonst macht das eigentlich gar nichts. Hier ist noch ein bisschen Management für das Console-Log. Hier ist halt das Fake-Console-Log installiert. So, Scenario ist unser Test-Case und da geht dann unser geschickt gewählter Chooser rein. Und der sorgt halt dann dafür, das ist noch alles Teil der Wildschleife, wohlgemerkt. Das ist, solange es noch Queue gibt. Das heißt, solange es noch Traces in dieser Queue gibt, wird quasi der Test-Case mit dem entsprechenden Trace ausgeführt und geguckt, was halt so passiert. Und wenn es irgendwie geplatzt ist, weil der Test fehlgeschlagen ist, dann schmeißen wir noch schnell die gebufferten Console-Logs raus und werfen die Exception weiter. Das ist jetzt die 8. So, dann kann man jetzt hier das Search and Fail sehen. Ich glaube, ich habe hier noch keinen Console-Log im Test-Case. Machen wir 9 auf. Das ist jetzt nicht viel verändert, außer dass ich ganz freizügig über Console-Log hingetan habe, denn gerade ist es ja fehlgeschlagen. Jetzt ist es ja schön noch zu verstehen, warum es eigentlich fehlgeschlagen ist. Deshalb habe ich jetzt hier einfach überall ganz klassisches Print-F-Debugging gemacht, nur dass es halt hier Console-Log heißt. Und überall, wo irgendwas passiert, dann geschrieben, was so geschehen wird. Ich glaube, im Testcase sogar auch noch ein bisschen. Ja, da noch. So. Das ist ansonsten hier unten ist alles gleich. Das ist nicht mehr passiert. Was ist das mal? So, es ist schon failed. Und was jetzt ganz schön ist, in unserer Browser-Konsole sehen wir jetzt tatsächlich die Console-Logs von dem einen konkreten Trace, der quasi dazu geführt hat, dass die Assertion gefailed ist. Dann sehen wir nämlich, Handle 1 ist passiert, Handle 2 ist passiert, Handle 2 hat seinen Wert in den Output geschrieben, danach hat das Handle 1 den Wert in den Output geschrieben, der Output war danach halt 1. Und wir warten aber Space 1 ist 2.
weil unsere Implementierung halt auch nicht so gut ist, hat sie das auch nicht korrekt gehandelt. So, jetzt können wir das nochmal irgendwie ein bisschen besser machen. Wir fixen mal unsere Implementierung. Ja, wir machen das einfach in diesem Update im Timeout und nicht vorher, also die offensichtliche richtige Lösung. So, das ist 0.0a. Mal gucken, was so passiert. Ha! Das ist natürlich doof. Aber in der Tat, auch das ist ein valider Trace. Und den hat er auch jetzt quasi automatisiert gefunden. Genau, und dann können wir noch einmal irgendwie unser Testcase ordentlich anpassen gehen. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, was man denn als Semantik haben möchte. Aber klar ist, wenn unser Testcase sagt, ja, irgendwann wird hier 1 gedrückt und irgendwann wird halt 2 gedrückt und irgendwie passieren dann irgendwann unsere Callbacks, na, dann muss ich halt damit leben, dass das auch mal 1, 2 oder 2, 1 sein kann. Und das ist halt so. Oder ich muss halt andere Logik wollen und definieren, dann kann man auch was anderes testen. Genau. Und dann sehen wir hier noch, insgesamt haben wir 6 verschiedene Traces gefunden, die haben wir ausgeführt. Und jetzt wissen wir, diese nicht ganz so große Applikation kann allen asynchronen Schedulings immer korrekte Ergebnisse liefern. Garantiert. Ja, Ende des Vortrags. Frage. Ja. Du hast da zwischendrin aufgezeichnet, wie diese Arrays aussehen, dass sie immer länger werden und so. Aber da stehen jetzt die Runnables auch mehrmals drin? Macht das Sinn? Nee, da stehen Indizes der Runnables drin. Warte mal. Der Chooser wird aufgerufen an dieser Stelle. Nicht mit einer Liste der Runnables, sondern mit dem maximalen Integer, den er quasi zurückgeben soll. Ja. Das hat den Vorteil, dass also die Idee ist, dass der Chooser immer zusammenhängende Ranges quasi auswählen muss. Zwischen 0 und N. Damit ich direkt weiß, welche anderen Kandidaten es quasi überhaupt nur geben kann. Diese Queues, die ich eben aufgezeichnet hatte, waren ja so Arrays so 0, 0, ja. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Aber 0 bedeutet nicht, dass bedeutet ja das nullte Runnable in dem State des Test Cases, nachdem das erste Mal, also ich mach mal so einen Trace irgendwo hin. So. Und irgendein anderer Trace sieht meinetwegen so aus, ne? So. Das hier bedeutet quasi erstmal läuft irgendwie der Testcase los und irgendwann wird der Chooser angerufen, um zu entscheiden, welches Runnable passieren soll. In diesem konkreten Moment des Testcases gibt es eine konkrete Liste von Runnables. Davon wird das Nullte genommen. So, das meinetwegen Runnable A. Dann läuft der Testcase ja weiter. Nachdem die asynchrone, also das Runnable hat vielleicht neue Events generiert, vielleicht nicht, wie auch immer, dann gibt es irgendwann wieder die Frage, welches Runnable führen wir aus. Das Runnable A ist in dieser Liste nicht mehr drin. Das haben wir schon ausgeführt. Das ist eine neue Liste, auch diese Liste hat ein nulltes Element. Das ist üblicherweise nicht A, sondern halt irgendwie was auch immer. Ja. So, das ist dann und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter so. Und das Spannende ist jetzt, jetzt habe ich einen anderen Trace. Der startet den Testfall neu. Auch hier wähle ich wieder das nullte Runnable aus. Das ist wieder A. Also es ist natürlich ein anderes JavaScript-Objekt, ganz streng genommen, aber es hat die exakt gleiche Semantik, wenn ich meine Abstraktion korrekt gemacht habe. Wenn ich halt alles, was irgendwie I.O. macht und asynchron ist, weggebindet habe in dem Simulation-Dingsy. Ja. Klar, wenn ich Unsinn mache und irgendwie math random da verwende, dann fällt es mir natürlich auf die Füße. Das klappt halt so nicht. Aber auch das kann ich ja mit deinem Binding korrigieren, sag ich mal. Da wird halt math random auch durch den Chooser ersetzt. Also das kann man schon machen. Das habe ich auch schon in dem anderen Projekt gemacht. Genau, das hier ist wieder C, das ist wieder D, das ist wieder DE. Und das ist halt jetzt hier H, wenn wir G schon verbraucht haben. Ja. Und das hier ist jetzt irgendwas, I im Zweifelsfall. Ja. Das hat zwar auch wieder einen Index 0, aber die Liste der Runnables kann ja arbiträr anders sein. Ja, klar. Genau. Ah ja, ich habe das als ja, genau, aber Runnables verstanden und nicht als als Index in die irgendwie im Index da liegt. Genau. Ja, das bietet einem auch übrigens die Möglichkeit in dem Testcase, da wo hier irgendwo Run Chooser ist. Hier habe ich in dem echten Fall halt auch solche Sachen wie if chooser 2 ist gleich 0, ne? Dann mache halt irgendwie, der User hat jetzt sich entschieden, das eine zu tun, else der User hat sich entschieden, das andere zu tun.
Aber das kann man dann machen, wenn man einen ganz abstrakten Chooser hat, der nicht Runnables nimmt, sondern halt einfach nur Integer auswertet. Mhm. Also überall, wo du quasi eine zufällige Entscheidung in einem Testcase haben willst oder mehrere Sachen ausprobieren willst, kannst du einfach einen Chooser fragen, so, ja, gib mir einen Random-Wert. Und das Explore Traces sorgt halt dafür, dass du alle möglichen Random-Werte an der Stelle bekommst. Und ausprobierst. Wo ich es oft tatsächlich auch benutze, ist, ich habe ganz oft den Fall, dass ich zwei Clients habe und ich will quasi einen Crossover-Punkt haben. Ich will nicht, dass beide vollständig asynchron laufen, denn dann ist der Nicht-Determinismus total riesig. Wenn ich halt zwei Dinge habe, die jeweils 20 Schritte machen können und im schlimmsten Fall auch noch im Background sind, habe ich halt irgendwie 4 Hochanzahl Schritte Möglichkeiten. Das kriege ich halt nicht ausprobiert. Aber quasi alle Synchronisationsprobleme, nicht ganz alle, aber fast alle, ergeben sich schon, wenn ich quasi den einen zu einem beliebigen Punkt laufen lasse und danach den anderen durchlaufen lasse und dann den ersten fortsetze, aber für alle möglichen Unterbrechungspunkte. Und dann kann man solche Sachen machen, wie dass man zum Beispiel diese 50 hier halt als Chooser-Wert, machen wir hier halt irgendwie Chooser 20, und hat dann hier einen Filter, der quasi sagt, Filter mit halt runnable und r.client ist halt irgendwie 0. Sowas gab es halt ganz viel in dem echten Projekt. Dann steht halt hier irgendwie 1. Und dann steht da wieder 0. Sodass ich quasi den ersten Teil ein bisschen laufen lasse, aber undefiniert bisschen, dann den anderen komplett durchlaufen lasse und dann den ersten zu Ende laufen lasse. Ja. Solche Sachen kann man damit dann auch ganz schön abbilden. Und der Explore Traces sorgt dafür, dass es halt alle Möglichkeiten an der Stelle passieren, ohne dass ich mich weiter darum kümmern muss. Ich überlege, was habe ich alles gefaked? Ja, genau. Z-Timeout, XML-RPC-Request und ja, Local Storage, aber halt nur, weil ich Multi-Client-Kram machen wollte. Und in Wirklichkeit habe ich sogar, und meinen Kryptogramm habe ich auch gefaked wegen Geschwindigkeit. Mein Testcase muss halt nicht Privacy korrekt AES encrypten, während es in die Fake Local Storage schreibt. Also ich meine, ist okay, kann man schon machen, funktioniert auch, aber ist halt unendlich langsam. Ja, weitere Fragen? Ansonsten. Kennst du sowas Ähnliches für andere Sprachen? Du fragst für einen Freund, der Python programmiert. Ich habe geguckt, ob ich sowas, also asynchrones irgendwie Exploratory Testing oder so für JavaScript gefunden habe. Nein. Es gibt das für ganz viele theoretische Sprachen. Also daher kenne ich es quasi auch. Also so Exhaustive Testing kenne ich halt aus Papern ganz normal. Das macht man halt mit irgendwie CCS oder CSP oder irgendwelchen so oder Lambda-Kalkül, irgendwelchen asynchronitätsverteilte systemorientierten Sprachen. Ist es quasi so die dümmstmögliche Möglichkeit, wie man herausfinden kann, ob sich das System benimmt. Man probiert alle Möglichkeiten aus. Und das ist eigentlich auch so, das ist quasi die uninteressante Möglichkeit. Die kann man zwar machen, aber das skaliert halt nicht TM, damit man daraus ein Paper machen kann, wie man es dann doch besser machen kann. Mhm. In Wirklichkeit, also für normal große Probleme taugt das schon. Wenn man halt nicht irgendwie CPUs oder Chips testen will, sondern halt irgendwie so ein Web-Hipster-Ding, was seine To-Do-Liste synchronisiert. Ich meine, ja, das ist irgendwie kompliziert, aber ne, nicht ganz so kompliziert. Da geht das. Im Prinzip wird es quasi spannend, wenn man dann anfängt, States des Systems, nachdem einige Runnable ausgeführt wurden, wieder zu abstrahieren und irgendwie zu Klassen zusammen zu clustern, um dann quasi effizienter weiter exploren zu können und so. All das macht ja diese Lösung so gar nicht. Das ist quasi das, wo man sich dann akademisch mit beschäftigt. Ich habe mal sowas Ähnliches gebaut für Go, aber nicht im Testing-Kontext, sondern im Kontext von Serialisierung von Coroutinen. Ich glaube, das hatte ich hier sogar auch mal vorgestellt, weil Go hat keine richtigen, also Go hat Goroutinen, aber man kann ein Goroutine-State nicht serialisieren. Aber man kann serialisieren den Trace der Events, der in die Goroutine reingegangen ist. Und damit kannst du halt auch Goroutine-States serialisieren, indem du sie quasi replaced bis dahin, wo du möchtest. Das haben wir tatsächlich mal eine Zeit lang produktiv benutzt. Das war ganz cool. Aber dann wurde das nicht weiterverfolgt aus ganz anderen Gründen. Hast du das schon erzählt? Ja. Das steht noch auf der Liste. Echt? Ich glaube, das habe ich mal erzählt. Oh. Für JavaScript habe ich keine Library gefunden, für andere Sprachen habe ich nicht gesucht. Das ist mir bisher nie über den Weg gelaufen, quasi als einfach benutze es doch in deinen Testcases. Was ist ein Stichwort, wonach man suchen würde? Trace Exploration? Also ich, ja, irgendwie Trace Exploration oder Trace Coverage oder. Also, die Akademiker nennen das halt als Trace, also immer Trace ist immer, ich habe quasi die Einzelschritte so hintereinander weggeschrieben, ist
Und alles andere sind wie, ja, bei Similarity oder sowas ist halt alles nicht. Ja, Exhaustive Testing macht wahrscheinlich Sinn. Also, weil es gibt, also was ist, teilweise gibt es halt so, Monte Carlo Methode ist ein großes Wort. Also ich wähle halt einen zufälligen Trace und dann mache ich meinen Test halt sehr oft. So, das gibt es auch noch als Methodik. Das funktioniert halt so halb gut, weil oft, gerade wenn man die Leute, die das verteilte System entwickeln, damit ein bisschen Übung haben, sind es halt sowieso die seltenen Fälle, die ihnen auf die Füße fallen. So der Happy Path und alles drumherum funktioniert halt, aber halt nur in dem einen Fall, wo der Tunnel genau in dem Moment kam, geht halt nicht und die findet man nicht so gut, wenn man einfach nur uniform drüber testet, weil halt die Zufallsentscheidung meistens doch dazu führen, dass es klappt. Ja, Exhaustive Traces, ja. Na gut, du hast ja jetzt irgendwie so ein Rezept dahin geschrieben, wie man das machen kann. Ja. Wir brauchen eigentlich nur eine Sprache, die Arrays hat und denen man Funktionen mocken kann. Irgendwie. Ja, das kann man einfach überall benutzen. Also dass das hier jetzt ein JavaScript ist, war, da brauchst du es halt zuerst. Ja. So, klar, das kann man überall benutzen, denke ich. Ja, vielleicht wird es etwas schwerer in bestimmten Sprachen, aber... ja. Ja, CAC Präprozessor Matrix, ne? Definiere schwerer. Ja. Im Idealfall willst du halt deinen zu testenden Code auch nicht irgendwie anfassen müssen. Ja. Genau, also das musste ich hier tatsächlich nicht. Funktionsfalter bauen und dann. Genau, also für JavaScript war es halt relativ elegant, weil ich halt die Objekte direkt im Window dort irgendwas mocken kann. Ja, genau. Da geht es. Ja, man kann halt auch richtig hart sein und das quasi in sein QEMU irgendwie hängen. Das sollte auch gehen. Oh ja, okay, gut. Naja, also ja, wenn IO deterministisch ist, ist das nicht so schlimm. Also ich denke, dass es halbwegs machbar ist, wenn man das an der richtigen Stelle abgreift und halt sagt, keine Ahnung, wir kriegen trotzdem immer ganze Packages aus dem Netzwerk, aber welches Package zuerst dann kommt, ist halt ein Chooser. Mhm. Das erscheint mir nicht grundsätzlich unskalierbar. Ja, der Linux-Kernel hat, das ist nicht wirklich ähnlich, aber für ähnliche Zwecke, das Lockdown-Proving, also Locking-Order-Tracing, um zu beweisen, dass man kein Deadlock hat. Er schreibt halt mit, in welcher Reihenfolge Locks sich nesten. Ja, genau, um dann quasi, aber zur Laufzeit quasi festzustellen, dass sein Lock-Order gerade kaputt gegangen ist und jetzt nicht mehr aufgeräumt bekäme und deshalb gibt ihr das Lock nicht. Und sagt dann wie, was weiß ich, Notice-Warning-Bug. Panic, keine Ahnung, aber ja, geht halt nicht. Ja. Ja, PostgreSQL macht das zum Beispiel auch, wenn du irgendwie deine Logs ungeschickt sortierst, dann ja, okay, sag dir einfach Bescheid, dass es nicht geklappt hat und so. Aber der findet ja quasi nur den einen konkret ausgeführten Trace. Oder nicht? Ja, er merkt sich für alle Logs alle möglichen Nestings und kann dann proben, auch wenn sozusagen das aber statisch Start findet er, dass es möglich sein könnte. Also ist das eine statische Analyse, oder? Nee, nur zur Laufzeit. Aber er baut sich halt eine Struktur auf, wo das Nesting drin steht, die er dann prüft. Ah. Ja, ich glaube, ich habe sowas mal gesehen. Also gar nicht im Also ich glaube, ich habe mal das Prinzip quasi in irgendeiner Folie in der Uni gesehen, dass man so quasi welche Logs könnten noch passieren, Analyse irgendwie mit Dynamic Programming machen kann, dann relativ früh feststellen kann, ja, das wird hier nichts. Und dann, ja, genau. Es sind erstaunlich viele Sachen. Ja, glaube ich.